Ja, das ist Tiger. Tiger ist jetzt seit ein bisschen länger als eine Woche hier im Tierheim. Der war ja ein Temmes, war an der Kette. Unsere Tierärztin, sind die hier kastriert. Hatte dem Misu ja dieses schöne Bild geschickt, als sie ihn da gefunden hatte. Und ja, er sieht schon deutlich erholter aus. Also er hat schon wirklich ein wenig zugenommen. Er konnte gestern kastriert werden, ist jetzt geimpft, gechippt, hat alles an Antiparasitenprogramm bekommen. Und ihm geht es jetzt sicherlich schon mal deutlich, deutlich besser. Er kann auf jeden Fall noch schemenhaft sehen. Also wenn man sich bewegt, links, rechts, kriegt er das mit. Orientiert sich natürlich aber stärker auch über das Gehör und über seinen Geruchssinn. Er ist hier sehr an Nasenarbeit interessiert. Wir haben ihm ein bisschen Futter hier verstreut. Das hat er super gesucht. Lässt sich prima anfassen. Ist aber sicherlich kein Hund, der zu anderen Hunden muss. Er hat, glaube ich, nicht viel soziale Kompetenz. Zumindest scheint er da immer in der Kette alleine gewesen zu sein. Und hier hat er links und rechts ein paar Junghunde, von denen er eher genervt ist von der Nachbarschaft. Das heißt, der ist eigentlich wirklich, ja, mit seinem Menschen zufrieden, auf den er sich dann konzentrieren kann. Genau, hier blufft er jetzt mal da drüben die Junghunde ein bisschen an. Also Hunde braucht er definitiv nicht um sich. Ist sicherlich irgendwie ein Herder, belgischer Herder, Schäfer, Mix, was auch immer. Hat auch wieder eine Ohrspitze abgetrennt als Besitzermarkierung. Wird sicherlich auch ziemlich was erlebt haben. Super.